Könnten auch ein bisschen was vom überschüssigen Fisch verkaufen. So, vielleicht so ein viel. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, ein bisschen Gold, das wir eigentlich nicht so wirklich brauchen, aber Gold können wir jederzeit, können wir unendlich viel bunkern. Anders als andere Sachen. So, Wolle. Und ja, die Bannermacher haben gerade nichts zu tun. Wir haben zwei arme Gebäude immer noch. Das wird wahrscheinlich der hier sein und wer noch? Das ist gut, eine gute Frage. Wer ist hier noch arm? Keiner von den Fisch. Ah, die Apotheke. Ja, gut. So, die Schwerter liefern. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, gestern auf dem Turnierplatz, da habe ich mich verklickt gehabt. Und da kommt die Wolle, die ich geordert habe. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, jetzt können wir wieder Waffen produzieren. Beziehungsweise Waffen freigeben. Es ist schön, dass unsere Siedler so reinlich sind. Ja, wir bräuchten halt von jedem mindestens einen Dekorationsmacher. Aber nicht in der Mission. Es reicht, dass Marcus Herzog. Er doch Herzog ist. Erzherzog muss er jetzt hier nicht unbedingt werden. Das gibt nämlich auch keine Rechte oder so. Also neue Sachen für uns. Wir haben jetzt wirklich alles, was wir haben können. Wir können aber wenigstens noch eine Schmückung machen und eine Dario-Statue hier vor die vors Schloss platzieren. Exzellent. Alles steht bereit. Der Turnierplatz ist fertig. Oh nein, wir haben noch kein Preisgeld. Wie konnte ich das bloß vergessen? Woher soll ich nun das Gold bekommen? Bitte helft mir, ein angemessenes Preisgeld zu sammeln. Nur so kann ich die einheimischen Fürsten und Adligen für das Turnier interessieren. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, schicken wir das Gold. So, die Dario-Statue ist fertig. Wir können auch noch eine Jägerstatue bauen. So, hier hin. Und ein Pavillon hier hin. Bringt zwar nicht viel, aber... Ja. Oh nein, wir haben noch kein Preisgeld. Wie konnte ich das bloß vergessen? Woher soll ich nun das Gold bekommen?
Bitte helft mir, ein angemessenes Preisgeld zu sammeln. Nur so kann ich die einheimischen Fürsten und Adligen für das Turnier interessieren. Lord Willem der Jüngere wurde auf dem Weg nach Tios gesehen. Bitte beschützt ihn, damit er sicher zum Turnier kommt. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich zweifle nicht daran, dass die Organisation eines Turniers eine ernstzunehmende Angelegenheit ist. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Das nächste Gold oder Alandra ist jetzt eingetroffen. Ja, die Mission sollten wir auf jeden Fall jetzt in der Aufnahmesession noch schaffen. Gold, 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 Gold. Oh nein, wir haben noch kein Preisgeld. Wie konnte ich das bloß vergessen? Woher soll ich nun das Gold bekommen? Bitte helft mir, ein angemessenes Preisgeld zu sammeln. Nur so kann ich die einheimischen Fürsten und Adligen für das Turnier interessieren. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, es werden immer mehr Zelte errichtet für das Turnier. Aber was immer noch fehlt, irgendwie, ist eine Bühne. Ich meine, die sollen doch nicht alle auf Baumstümpfen hocken, oder? Naja, gut, lassen wir sie auf Baumstümpfen hocken. So, da kommt der Fürst an, den wir beschützen sollen. Im Gegensatz zu den Arbeitern in der anderen Mission, also in Geff, ist er wenigstens nicht in einem Gefangenenkarren. Oh nein, wir haben noch kein Preisgeld. Wie konnte ich das bloß vergessen? Woher soll ich nun das Gold bekommen? Bitte helft mir, ein angemessenes Preisgeld zu sammeln. Nur so kann ich die einheimischen Fürsten und Adligen für das Turnier interessieren. Hallo! Sind die Vorbereitungen für das Turnier bald abgeschlossen? Ein ja. Steinbruch wird bald erschöpft sein. Jetzt haben wir Turteln. Ein Karren wurde ausgesandt. Lord Willem hat den Turnierplatz sicher erreicht. Lord Willem hat den Turnierplatz sicher erreicht. Ja, sehr gut. Da ist wieder Geld unterwegs. Oh nein, wir haben noch kein Preisgeld. Wie konnte ich das bloß vergessen? Woher soll ich nun das Gold bekommen? Bitte helft mir, ein angemessenes Preisgeld zu sammeln. Nur so kann ich die einheimischen Fürsten und Adligen für das Turnier interessieren. Ich habe erfahren, dass Lady Mika, die Erfahrene, unterwegs ist. Bitte trag dafür Sorge, dass sie sicher auf dem Turnier eintrifft. Ein Karren wurde ausgesandt. Also ja, wir haben jetzt noch Thordal mit ein paar Wikingern hier. Neben Alandra mit ihren Truppen. Ihrem kleinen Trüppchen da. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Oh. Ja. Gut, so viel Holzfäller brauchen wir auch gar nicht mehr. Oh nein, wir haben noch kein Preisgeld. Bitte helft mir, ein angemessenes... Meine besten Grüße, Freund. Möge dieses Turnier eurem Namen und dem eures Herrschers gerecht werden. Ein Karren wurde ausgesandt. So, da ist jetzt Hakim mit seinen Banditenbogenschützen. Also ja, theoretisch könnten wir noch Marcus zum Erzherzog machen, indem wir jetzt einfach die Banner, die Gebäude für die Dekoration bauen. Oh nein, wir haben noch kein Preisgeld.
Wie konnte ich das bloß vergessen? Weil die Gebäudedekorationsgebäude brauchen auch noch die Dekoration. Bitte helft mir, ein angemessenes Preisgeld zu sammeln. Nur so kann ich die einheimischen Fürsten und Adligen für das Turnier interessieren. Ein Karren wurde ausgesandt. Und ja, man sieht ganz ehrlich, die Zeitvorgabe hier ist fast schon unnötig. Man muss sich wirklich ein bisschen inkompetent anstellen, um das nicht jetzt zu schaffen. Die eine Stunde vorher war ein bisschen was anderes. Gut, wir haben uns da auch ziemlich Zeit gelassen, aber haben es ja trotzdem geschafft. So, die Fürstin kommt an, die wir beschützen sollten. Lady Mika ist sicher auf dem Turnierplatz angekommen. Was für eine Erleichterung! Lady Mika ist sicher auf dem Turnierplatz angekommen. Was für eine Erleichterung! Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Steinbruch ist erschöpft. Schon unterwegs! So. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wie ich sehe, habt ihr schwer gearbeitet. Hervorragend. Der Rest von uns kann sich jetzt zurücklehnen und das Turnier genießen. Wir sind geehrt, dass Herzog Christoph der Höchste uns seine Aufwartung macht. Es ist ungeheuer wichtig, dass er sicher bei uns ankommt. Wieso streiken die bitte? Den beschützen wir noch. Und da kommt das letzte Preisgeld an. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Na, zum Glück haben wir noch die zweite. So. Und ja, jetzt ist auch Kestral hier angekommen. Mit richtigen Banditen. Mit Keulen. Jetzt sollte in jedem dieser Zeltkreise auch einer stehen, ja. Höchstens hier kommt noch jemand. Würde ja nur noch Elias fehlen. Oh, und jede Menge Frauen. So, das Preisgeld ist da. Schon unterwegs! Unser Ehrengast, Herzog Christoph, der Höchste, ist angekommen. Nun wird mein Turnier das Tagesgespräch im gesamten Lande sein. Ja, Sieg. Unser Ehrengast, Herzog Christoph, der Höchste, ist angekommen. Nun wird mein Turnier das Tagesgespräch im gesamten Lande sein. Ja, ihr und ich, wir sind ein gutes Gespann. Fühlt euch in Chios wie zu Hause. Meine Güte, die Gerüchte stimmen also. Chios hat sich wie ein Phönix aus der Asche erhoben und erblüht wieder als prachtvolle Stadt. Und das Turnier, wie sehr es jeder genießt. Ja, wieder ein Bug. Entweder sollte das Crimson Sabbat sein, die sich da jetzt beschwert. Oder es gibt ein sehr böses Foreshadowing. Sehen wir ja gleich. Gut. Weiter. Ja, und wir haben noch eine Mission in der Wüste. Wenn ich mir allerdings die Zeit so angucke. Ja gut, starten wir mal und gucken uns wenigstens das Missionsbriefing noch an. Oder sollen wir es lassen? Hm. Also, die Aufnahmesession geht nicht mehr lange. Ich mache da lieber doch etwas kürzere Folgen, sage ich mal. Und dann... Ja, dann machen wir in der nächsten Aufnahmesession dann Zahir von Anfang an, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Also mache ich hier jetzt unseren Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.